beim letzten G7-Gipfel hatte Deutschland den Vorsitz und hat maßgeblich, wie ich jedenfalls meine, dafür gesorgt, dass sowohl NATO als auch EU sich nicht weiter von Putin spalten lassen. Ist das nicht ein Erfolg des Kanzlers, den man auch mal anerkennen kann? Ich weiß nicht, ob es ein Erfolg des Kanzlers ist. Ich glaube, der Krieg, also er hatte den Vorsitz. Ja, aber ich glaube nicht, dass, ich sage mal, diese Aussage von Scholz dazu geführt hat, dass die EU-Staaten oder die NATO-Staaten enger zusammengerückt sind. Ich glaube, viel hat natürlich auch, haben auch die USA dazu beigetragen. Und die gesamte, ich sage mal, Stimmung, die Medienstimmung in den westlichen Staaten, die in Teilen oder deutlich jedenfalls gegen Russland und pro Ukraine eingestellt waren, dass die Staatsführer sich da enger zusammengeschlossen haben. Also ich glaube, auch wie Gerhard Schindler es vorhin im Zusammenhang mit der Rede von Scholz zur Zeitenwende sagte, allein eine Rede ist nicht ausschlaggebend, sondern das Entscheidende sind die Taten. Und ich sehe jedenfalls keinen direkten Zusammenhang zwischen dieser Aussage und der Tatsache, und das ist für mich eine Tatsache, dass die NATO-Staaten enger zusammengerückt sind.